Ist Kinox.io illegal? Nie war Schwarzsehen so einfach wie heute. Aktuelle Kinohits oder TV-Serien kann jeder direkt online anschauen. Die größte Video-on-Demand-Webseite im deutschsprachigen Raum ist Kinox.io. Die Seite bietet tausende Filme und Serien zum kostenlosen Sofort-Streaming an. Aber ist das Ganze eigentlich legal? Hier teilen sich die Meinungen. Vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet ist das Hochladen und Herunterladen von Filmen, an denen man nicht die Rechte hat, in Deutschland jedenfalls verboten. Erlaubt ist es hingegen, die Videos online zu betrachten. Entscheidend dabei ist, dass sie nicht gestreamt werden. Denn Streamen kann man auch schon als temporären Download verstehen. Übrigens sind Streamen und das Herunterladen in Österreich und der Schweiz erlaubt, keinesfalls jedoch das Verbreiten der Filme. Kinox2 selbst hostet keine Videos, sondern verlinkt nur auf andere Hosting-Provider, wie zum Beispiel Mega Upload, Tubeload und so weiter. Insofern stellen die Betreiber von Kinox2 eigentlich nur eine umfangreiche Linksammlung zur Verfügung. Die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen verfolgt die Seite dennoch, weil Kinox2 als Aggregator haftbar gemacht werden kann. Ein Aggregator ist eine Software oder ein Dienstleister, der Medieninhalte sammelt und aufbereitet und für eine Zielgruppe neu zusammenstellt. Bis heute konnten die Betreiber der Seite aber nicht ausfindig gemacht werden. Der Grund ist einfach. Der Server, auf dem die Seite gespeichert ist, liegt auf den Seychellen und die Domainendung .to der Webseite steht für den Südsee-Archipel Tonga. Hier gelten andere Gesetze. Und da die Betreiber darüber hinaus keine korrekten Angaben beim Hoster gemacht haben, sind sie nicht greifbar. Die Legalität des Angebots, insbesondere für die Besucher von Kinox.to, wird besonders kontrovers diskutiert. Mit den Standardeinstellungen des jeweiligen Players können die gestreamten Filme zumeist nicht auf den eigenen Rechnern gespeichert und damit auch nicht weiterverbreitet werden. Lediglich bei einigen Stream-Hostern ist die Möglichkeit gegeben, Videos im AVI-Format herunterzuladen. Allerdings wird während des Streamens das Video auf dem Rechner des Betrachters temporär zwischengespeichert und damit rechtlich gesehen eine sogenannte Raubkopie erzeugt, was wiederum nach deutschem Recht strafbar ist. Andererseits hat es bisher auch noch keine entsprechende Klagen und Prozesse gegeben. Zusammengefasst ist also die Webseite selbst illegal und auch das Streamen der Videos, zumindest in Deutschland. Werfen wir abschließend doch einen Blick auf die Seite selbst. Wir zeigen die Seite unter Einsatz des Add-ons Adblocker. Ohne dieses kleine Tool wäre die Seite unter drei Schichten obszöner Werbung begraben. Überraschenderweise finden wir auf der Webseite selbst eine Kategorie namens Haftungsausschluss. Hier wird ausdrücklich festgehalten, dass Kinox.to nur die Hyperlinks zu den externen Hosts zur Verfügung stellt und keine Verantwortung für deren Inhalte übernimmt. Im linken Abschnitt findet man die Videos in Kategorien eingeteilt. Es existiert sogar ein eigener Menüpunkt für aktuelle Kinofilme. Informationen zu den Filmen finden Sie jeweils in einem Coverbild und einer kurzen Beschreibung. Um den ausgewählten Film zu streamen, werden verschiedene Player von unterschiedlichen Stream-Hostern angeboten. Wir klicken demonstrativ auf einen dieser Links und werden sofort zu einem externen Host weitergeleitet. Noch ein Klick auf Play und der Stream beginnt. Wir können Ihnen abschließend nur von einem Besuch auf dieser Seite abraten, da Sie unter Umständen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Außerdem ist auch ein echter Kinoabend mit Freunden sicher um einiges gemütlicher.